Hallo, ich bin Hannes Schumacher, ich bin hier auch Ensemblemitglied am Hans-Otto-Theater und ich freue mich heute. Ich wurde gebeten, auch etwas vorzulesen und das werde ich gleich tun. Ich hoffe, alle sind gesund und ich hoffe, alle nehmen sich das sehr zu Herzen, dass sie übers Wochenende jetzt zu Hause bleiben und nicht die Omi besuchen und sich nicht noch irgendeinen Scheiß wegholen. Und vielleicht bleibt einfach da. Hört euch das an, es dauert, glaube ich, eine Weile. Und ich glaube, ich fange einfach mal an. E.T.A. Hoffmann, die Bergwerke zu Falun. An einem heitern, sonnenhellen Juliustag hatte sich alles Volk zu Göteborg auf die Rede versammelt. Ein reicher Ostindienfahrer, glücklich heimgekehrt aus dem fernen Lande, lag im Klipperhafen vor Anker und ließ die langen Wimpel die schwedischen Flaggen lustig hinauswehen in die azurblaue Luft. Da floss nun das schönste Öl in Strömen und Bumper auf Bumper wurde geleert. Wie es denn bei Seeleuten, die heimkehren von weiter Reise, nicht anders der Fall ist, allerlei schmucke Dirnen gesellten sich alsbald zu ihnen, der Tanz begann und wilder wurde die Lust und lauter und toller der Jubel. Nur ein einziger Seemann, ein schlanker, hübscher Mensch, kaum mochte er 20 Jahre alt sein, hatte sich fortgeschlichen aus dem Getümmel und draußen einsam hingesetzt auf die Bank, die neben der Tür des Schenkhauses stand. Ein paar Matrosen traten zu ihm und einer von ihnen rief laut auflachend, Elis Fröbom, Elis Fröbom, bist mal wieder ein recht trauriger Narr worden und vertrödelst die schönste Zeit mit dummen Gedanken. Elis Fröbom sprang hastig von der Bank auf, schaute den Matrosen an mit glühendem Blick, nahm den mit Branntwein bis an den Rand gefüllten Becher und leerte ihn mit einem Zuge. Dann sprach er, »Du siehst, Jöns, dass ich saufen kann wie einer von euch. Und ob ich ein tüchtiger Seemann bin, mag der Käpt'n entscheiden. Aber nun halt dein Lästermaul und schier dich fort. Mir ist eure wilde Tollheit zuwider.« Aufs Neue versank Elis Fröbom in seine düstere Träumerei und rief endlich, als der Jubel in der Schenke recht laut und toll wurde, »Ach, läg ich doch nur begraben in dem tiefsten Meeresgrunde, denn im Leben gibt's keinen Menschen mehr, mit dem ich mich freuen sollte.« Da sprach eine tiefe, raue Stimme dicht hinter ihm. »Ihr müsst gerade großes Unglück erfahren haben, junger Mensch, dass ihr euch schon jetzt, da das Leben euch erst recht aufgehen sollte, den Tode wünschet.« Elis schaute sich um und gewahrte einen alten Bergmann, der mit übereinander geschlagenen Armen an der Plankenwand des Schenkhauses angelehnt stand und mit ernstem, durchdringenden Blick auf ihn herabschaute. So wie Elis den Alten länger ansah, wurde es ihm, als trete in tiefer, wilder Einsamkeit, in die er sich verloren geglaubt, eine bekannte Gestalt ihm freundlich, tröstend entgegen. Er sammelte sich und erzählte, wie sein Vater, ein tüchtiger Steuermann gewesen, aber in demselben Sturm umgekommen, aus dem er gerettet worden, auf wunderbare Weise. Seine beiden Brüder wären als Soldaten geblieben in der Schlacht und er allein habe seine arme, verlassene Mutter erhalten, mit dem reichen Solde, den er nach jeder Ostindienfahrt empfang. Denn Seemann habe er doch nun einmal von Kindesbein dazu bestimmt bleiben müssen. Und da habe es ihm ein großes Glück gedünkt, in den Dienst der Ostindischen Kompanie treten zu können. Reicher als jemals sei diesmal der Gewinn ausgefallen. Und jeder Matrose habe noch außer dem Sold ein gutes Stück Geld erhalten, sodass er, die Taschen voll Dukaten, in heller Freude hingelaufen sei nach dem kleinen Häuschen, wo seine Mutter gewohnt. Aber fremde Gesichter hätten ihn aus dem Fenster angeguckt. Und eine junge Frau, die ihm endlich die Tür geöffnet und der er sich zu erkennen gegeben, habe ihm mit kaltem, rauem Ton berichtet, dass seine Mutter schon vor 3 Monaten gestorben und dass er die paar Lumpen, die, nachdem die Begräbniskosten berichtigt, noch übrig geblieben, auf dem Rathaus in Empfang nehmen könne. Der Tod seiner Mutter zerreiße ihm das Herz. Er fühle sich von aller Welt verlassen, einsam, wie auf ein ödes Riff verschlagen, hilflos, elend. Sein ganzes Leben auf der See erscheine ihm wie ein irres, zweckloses Treiben. Ja, wenn er daran denke, dass seine Mutter, vielleicht schlecht gepflegt von fremden Leuten, so ohne Trost hat sterben müssen,
komme es ihm ruchlos und abscheulich vor, dass er überhaupt zur See gegangen und nicht lieber daheim geblieben, seine arme Mutter nährend und pflegend. Ei, sprach der alte Bergmann. Ei, du wirst bald wieder in See stechen, Elis. Und dann wird dein Schmerz vorüber sein, in weniger Zeit. Alte Leute sterben. Das ist nun einmal nicht anders. Und deine Mutter hat ja, wie du selbst gestehst, nur ein armes, mühseliges Leben verlassen. Ach, erwiderte Elis. Ach, dass niemand an meinen Schmerz glaubt. Ja, dass man mich wohl albern und töricht schilt. Das ist es ja eben, was mich hinausstößt aus der Welt. Auf die See mag ich nicht mehr. Das Leben ekelt mich an. Nein, niemals mehr auf die See. Was sollte ich unter den Kameraden, die mich nur aushöhlen würden? Und wo sollte ich Lust hernehmen zur Arbeit, die mir nur ein mühseliges Treiben um nichts dünken würde? Ich höre euch, sprach der Alte, als Elis schwieg. Zum Seemann habt ihr eure Lebetage gar nicht im Mindesten getaugt. Ihr tut wohl daran, dass ihr dies Leben aufgebt für immer. Aber die Hände werdet ihr doch nicht in den Schoß legen. Folgt meinem Rat, Elis Fröbom. Geht nach Falun. Werdet ein Bergmann. Ihr seid jung, rüstig, gewiss bald ein tüchtiger Knappe, dann ein Hauer, Steiger und immer höher herauf. Ihr habt tüchtige Dukaten in der Tasche, die legt ihr an, verdient dazu, kommt wohl gar zum Besitz eines Bergmannshemanns. Habt eure eigene Kuchse in der Grube. Folgt meinem Rat, Elis Fröbom. Werdet ein Bergmann. Elis Fröbom erschrak beinahe über die Worte des Alten. Wie? Rief er. Was ratet ihr mir? Von der schönen, freien Erde aus dem heitern, sonnenhellen Himmel, der mich umgibt, labend, erquickend, soll ich hinaus, hinab in die schauerliche Höllentiefe und dem Maulwurf gleich wühlen und wühlen nach Erzen und Metallen, schnöden Gewinnshalben? So ist, rief der Alte erzürnt, so ist nun das Volk. Es verachtet das, was es nicht zu erkennen vermag. Schnöder Gewinn. Als ob alle grausame Quälerei auf der Oberfläche der Erde, wie sie der Handel herbeiführt, sich edler gestalte als die Arbeit des Bergmanns, dessen Wissenschaft, dessen unverdrossenem Fleiß die Natur ihre geheimsten Schatzkammern erschließt. Du sprichst von schnödem Gewinn, Elis Fröbom. Ei, es möchte dir wohl noch Höheres gelten. Du weißt nichts vom Bergbau, Elis Fröbom. Lass dir davon erzählen. Mit diesen Worten setzte sich der Alte hin auf die Bank neben Elis und begann sehr ausführlich zu beschreiben, wie es bei dem Bergbau hergehe, und mühte sich, mit den lebendigsten Farben dem Unwissenden alles recht deutlich vor Augen zu bringen. Er kam auf die Bergwerke von Falun, in denen er, wie er sagte, seit seiner frühen Jugend gearbeitet. Er beschrieb die große Tagesöffnung mit den schwarzbraunen Wänden, die dort anzutreffen. Er sprach von dem unermesslichen Reichtum der Erzgrube, an dem schönsten Gestein. Immer lebendiger und lebendiger wurde seine Rede, immer glühender sein Blick. Elis horchte auf. Des Alten seltsame Weise, von den unterirdischen Wundern zu reden, als stehe er gerade in ihrer Mitte, erfasste sein ganzes Ich. Er fühlte seine Brust beklemmt. Es war ihm, als sei er schon hinabgefahren mit dem Alten in die Tiefe. Und ein mächtiger Zauber halte ihn unten fest, so dass er nie mehr das freundliche Licht des Tages schauen werde. Und doch war es ihm wieder, als habe ihm der Alte eine neue, unbekannte Welt erschlossen, in die er hineingehöre. Und aller Zauber dieser Welt sei ihm schon zur frühesten Knabenzeit in seltsamen, geheimnisvollen Ahnungen aufgegangen. Als der Alte fertig geredet, sprang er hastig auf von der Bank und schritt von dann, ohne Elis weiter zu grüßen oder sich nach ihm umzuschauen. Bald war er seinem Blick entschwunden. Kaum hatte sich Elis, müde und matt wie er war, hingestreckt auf sein Lager, als der Traum über ihm seine Fittiche rührte.
Es war ihm, als schwämme er in einem schönen Schiff mit vollen Segeln über das spiegelblanke Meer. Und über ihm wölbte sich ein dunkler Wolkenhimmel. Doch wie er nun in die Wellen hinabschaute, erkannte er bald, dass das, was er für das Meer gehalten, eine feste, durchsichtige, funkelnde Masse war, in deren Schimmer das ganze Schiff auf wunderbare Weise zerfloss, sodass er auf dem Kristallboden stand und über sich ein Gewölbe von schwarz flimmerndem Gestein erblickte. Gestein war das nämlich, was er erst für den Wolkenhimmel gehalten. Von unbekannter Macht fortgetrieben, schritt er vorwärts, aber in dem Augenblick regte sich alles um ihn her und wie krauselnde Wogen erhoben sich aus dem Boden wunderbare Blumen und Pflanzen von blinkendem Metall, die ihre Blüten und Blätter aus der tiefsten Tiefe emporrankten und auf anmutige Weise ineinander verschlangen. Der Boden war so klar, dass Elis die Wurzeln der Pflanzen deutlich erkennen konnte. Aber bald, immer tiefer, mit dem Blick eindringend, erblickte er ganz unten unzählige, holde, jungfräuliche Gestalten, die sich mit weißen, glänzenden Armen umschlungen hielten und aus ihren Herzen sprossen jene Wurzeln, jene Blumen und Pflanzen empor. Und wenn die Jungfrauen lächelten, ging ein süßer Wohllaut durch das weite Gewölbe und höher und freudiger schossen die wunderbaren Metallblumen empor. Ein unbeschreibliches Gefühl von Schmerz und Wollust ergriff den Jüngling. Eine Welt von Liebe, Sehnsucht, brünstiges Verlangen ging auf in seinem Innern. Hinab, hinab zu euch, rief er und warf sich mit ausgebreiteten Armen auf den kristallenen Boden nieder. Aber der wich unter ihm und er schwebte wie in schimmerndem Äther. Nun, Elis Fröbom, wie gefällt es dir in dieser Herrlichkeit? So rief eine starke Stimme. Elis gewahrte neben sich den alten Bergmann, aber so wie er ihn mehr und mehr anschaute, wurde er zur Riesengestalt, aus glühendem Erz gegossen. Elis wollte sich entsetzen, aber in dem Augenblick leuchtete es auf, aus der Tiefe, wie ein jäher Blitz. Und das ernste Antlitz einer mächtigen Frau wurde sichtbar. Elis fühlte, wie das Entzücken in seiner Brust immer steigend und steigend zur zermalmenden Angst wurde. Der Alte hatte ihn umfasst und rief, »Nimm dich in Acht, Elis Fröbom, das ist die Königin. Noch magst du heraufschauen.« Unwillkürlich drehte er das Haupt und wurde gewahr, wie die Sterne des nächtlichen Himmels durch eine Spalte des Gewölbes leuchteten. Eine sanfte Stimme rief, wie in trostlosem Weh seinen Namen. Es war die Stimme seiner Mutter. Er glaubte, ihre Gestalt zu schauen, oben an der Spalte. Aber es war ein holdes junges Weib, die ihre Hand tief hinabstreckte in das Gewölbe und seinen Namen rief. »Trage mich empor«, rief er dem Alten zu. »Ich gehöre doch der Oberwelt an und ihrem freundlichen Himmel.« »Nimm dich in Acht«, sprach der Alte dumpf. »Nimm dich in Acht, Fröbom. Sei treu der Königin, der du dich ergeben.« So wie nun aber der Jüngling wieder hinabschaute in das starre Antlitz der mächtigen Frau, fühlte er, dass sein Ich zerfloss in dem glänzenden Gestein. Er kreischte auf in namenloser Angst und erwachte aus dem wunderbaren Traum, dessen Wonne und Entsetzen tief in seinem Innern widerklang. Die Kameraden rüttelten ihn auf aus der Träumerei und er musste ihrem Zuge folgen. Aber nun war es, als flüstere eine unbekannte Stimme ihm unaufhörlich ins Ohr. »Was willst du noch hier? Fort! Fort! In den Bergwerken zu Falun ist deine Heimat. Da geht alle Herrlichkeit dir auf, von der du geträumt. Fort, fort nach Falun!« 3 Tage trieb sich Elis Fröbom in den Straßen von Göteborg umher, unaufhörlich verfolgt von den wunderlichen Gebilden seines Traums, unaufhörlich gemahnt von der unbekannten Stimme. Am 4. Tag stand Elis an dem Tor, durch welches der Weg nach Gävle führt.
Da schritt eben ein großer Mann vor ihm hindurch. Elis glaubte, den alten Bergmann erkannt zu haben und eilte, unwiderstehlich fortgetrieben, ihm nach, ohne ihn zu erreichen. Rastlos ging es nun fort und weiter fort. Elis wusste deutlich, dass er sich auf dem Weg nach Falun befinde. Und eben dies beruhigte ihn auf besondere Weise. Denn gewiss war es ihm, dass die Stimme des Verhängnisses durch den alten Bergmann zu ihm gesprochen, der ihn nun auch seiner Bestimmung entgegenführe. Endlich, nach manchem mühselig durchwanderten Tage, erblickte Elis in der Ferne zwei große Seen, zwischen denen ein dicker Dampf aufstieg. »Das ist Falun«, rief Elis. »Das ist Falun, das Ziel meiner Reise!« Elis Fröbom schritt guten Muts vorwärts, als er aber vor dem ungeheuren Höllenschlunde stand. Da gefror ihm das Blut in den Adern und er erstarrte bei dem Anblick der fürchterlichen Zerstörung. Bekanntlich ist die große Tagesöffnung der Erzgrube zu Falun an 1200 Fuß lang, 600 Fuß breit und 180 Fuß tief. Im Abgrunde liegen in wilder Zerstörung durcheinander Steine, Schlacken, ausgebranntes Erz, ein ewiger, betäubender Schwefeldunst steigt aus der Tiefe, als würde unten der Höllensud gekocht, dessen Dämpfe alle grüne Lust der Natur vergiften. Es geschah, dass eben einige Bergleute aus der Tiefe emporstiegen, die in ihrer dunklen Grubentracht mit ihren schwarz verbrannten Gesichtern wohl anzusehen waren wie hässliche Unholde, die aus der Erde mühsam hervorgekrochen sich den Weg bahnen wollten bis an die Oberfläche. Elis fühlte sich von tiefen Schauern durchbebt und was dem Seemann noch niemals geschehen, ihn ergriff der Schwindel. Es war ihm, als zögen unsichtbare Hände ihn hinab in den Schlund. Mit geschlossenen Augen rannte er einige Schritte fort und erst als er weit von der Pinge den Gufrisberg wieder hinabstieg und er hinaufblickte zum heitern sonnenhellen Himmel, war ihm alle Angst jenes schauerlichen Anblicks entnommen. Er atmete wieder frei und rief recht aus tiefer Seele, »O Herr meines Lebens, was sind alle Schauer des Meeres gegen das Entsetzen, was dort in dem öden Steingeklüft wohnt? Nein, zu euch mag ich mich nicht gesellen, ihr schwarzen Erdwürmer. Niemals würde ich mich eingewöhnen können in euer trübes Leben.« Elis gedachte, in Falun zu übernachten und dann mit dem frühesten Morgen seinen Rückweg anzutreten nach Göteborg. Als er auf den Marktplatz der Helsingtorget geheißen kam, fand er eine Menge Volks versammelt. Ein langer Zug von Bergleuten in vollem Staat, mit Grubenlichtern in den Händen, Spielleute vorauf, hielt eben vor einem stattlichen Hause. Ein großer, schlanker Mann von mittleren Jahren trat heraus und schaute mit mildem Lächeln umher. Die Bergleute schlossen einen Kreis um ihn, jedem schüttelte er treuherzig die Hand, mit jedem sprach er freundliche Worte. Elis Fröbom erfuhr auf Befragen, dass der Mann Persson Dalskö sei, Maßmeister alter Mann und Besitzer einer schönen Bergsfrälse bei Stora Kopparberg. Die Besitzer solcher Frälsen haben Kuchse in den Gruben, für deren Betrieb sie zu sorgen gehalten sind. Betrachtete Elis die schönen und stattlichen Leuten mit den freien, freundlichen Gesichtern, so konnte er nicht mehr an jene Erdwürmer in der großen Pinge denken. Dem stillen, ernsten Elis ging die Art, wie sich diese Bergmänner freuten, recht tief ins Herz. Es wurde ihm unbeschreiblich wohl zumute. Aber der Tränen konnte er sich vor Rührung kaum enthalten, als einige der jüngeren Knappen ein Lied anstimmten, das in gar einfacher, in Seele und Gemüt dringender Melodie den Segen des Bergbaus pries. Als das Lied geendet, öffnete Persson Dalsrö die Türe seines Hauses und alle Bergleute traten nacheinander hinein. Elis folgte unwillkürlich und blieb an der Schwelle stehen, so dass er den ganzen geräumigen Flur übersehen konnte, in dem die Bergleute auf Bänken Platz nahmen. Ein tüchtiges Mahl stand auf einem Tisch bereitet. Nun ging die hintere Türe dem Elis gegenüber auf und eine holde, festlich geschmückte Jungfrau trat hinein. Hoch und schlank gewachsen, die dunklen Haare in vielen Zöpfen über den Scheitel aufgeflochten,
Das nette, schmucke Mieder mit reichen Spangen zusammengenestelt, ging sie daher in der höchsten Anmut der blühendsten Jugend. Alle Bergleute standen auf und ein leises, freudiges Gemurmel lief durch die Reihen. Ulla Dahlsrö, Ulla Dahlsrö, wie hat Gott gesegnet unseren wackern Altersmann mit dem schönen, frommen Himmelskinde. Selbst den ältesten Bergleuten funkelten die Augen, als Ulla ihn, so wie allen übrigen, die Hand bot zum freundlichen Gruß. Dann brachte sie schöne silberne Krüge, schenkte treffliches Ehl, wie es denn nun in Falun bereitet wird, ein und reichte es da den frohen Gästen, in dem aller Himmelsglanz der unschuldvollsten Unbefangenheit ihr holdes Antlitz überstrahlte. So wie Elis Fröbom die Jungfrau erblickte, war es ihm, als schlüge ein Blitz durch sein Inneres und entflamme alle Himmelslust, allen Liebesschmerz, alle Inbrunst, die ihm verschlossen. Ulla Dahlsrö war es, die ihm in dem verhängnisvollen Traum die rettende Hand geboten. Er glaubte nun, die tiefe Deutung jenes Traumes zu erraten und pries des alten Bergmanns vergessend das Schicksal, dem er nach Falun gefolgt. Aber dann fühlte er sich auf der Türschwelle stehend, ein unbeachteter Fremdling, elend, trostlos, verlassen. Und wünschte, er sei gestorben, ehe er Ulla Dahlsrö geschaut, da er doch nun vergehen müsse in Liebe und Sehnsucht. Nicht das Auge abzuwenden, vermochte er von der holden Jungfrau. Und als sie nun bei ihm ganz nahe vorüberstreifte, rief er mit leiser, bebender Stimme ihren Namen. Ulla schaute sich um und erblickte den armen Elis, der glühende Röte im ganzen Gesicht mit niedergesenktem Blick dastand. Erstarrt, keines Wortes mächtig. Ulla trat auf ihn zu und sprach mit süßem Lächeln: »Ei, ihr seid ja wohl ein Fremdling, lieber Freund. Das gewahre ich an eurer seemännischen Tracht. Nun, warum steht ihr denn so auf der Schwelle? Kommt doch nur herein und freut euch mit uns.« Damit nahm sie ihn bei der Hand, zog ihn in den Flur und reichte ihm einen vollen Krug Ehl. »Trinkt«, sprach sie, »trinkt, mein lieber Freund, auf guten, gastlichen Willkommen.« Dem Elis war es, als läge er in dem wonnigsten Paradiese eines herrlichen Traumes, aus dem er gleich erwachen und sich unbeschreiblich elend fühlen werde. Mechanisch leerte er den Krug. In dem Augenblick trat Persson Dahlsrö an ihn heran und fragte, nachdem er ihm die Hand geschüttelt, zum freundlichen Gruß, von wann er käme und was ihn hingebracht nach Falun. Elis fühlte die wärmende Kraft des edlen Getränks in allen Adern. Dem wackern Persson ins Auge blickend, wurde ihm heiter und mutig zu Sinn. Er erzählte ihm seine ganze Geschichte. Persson Dahlsrö sah dem Jüngling mit sehr ernstem Blick an, als wollte er sein Innerstes durchschauen. Dann sprach er: »Ich mag nicht vermuten, Elis Fröbom, dass ein bloßer Leichtsinn euch von eurem bisherigen Leben forttreibt. Habt ihr aber euren inneren Beruf genugsam geprüft und ihn bewährt gefunden, so seid ihr zur guten Stunde gekommen. In meiner Kuxe fehlt es an Arbeitern. Ihr könnt, wenn ihr wollt, nun gleich bei mir bleiben und morgenden Tages mit dem Steiger anfahren, der euch die Arbeit schon anweisen wird.« Das Herz ging dem Elis auf bei Persson Dahlsrös Rede. Er dachte nicht mehr an die Schrecken des entsetzlichen Höllenschlundes, in den er geschaut. Dass er nun die holde Ulla täglich sehen, dass er mit ihr unter einem Dach wohnen werde, das erfüllte ihn mit Wonne und Entzücken. Er gab den süßesten Hoffnungen Raum. Einer von den Bergleuten, schon hoch in Jahren, näherte sich ihm und schüttelte ihm treuherzig die Hand, indem er sagte, dass er der Obersteiger in der Kuxe Persson Dahlsrö sei und dass er es sich recht anlegen sein lassen werde, ihn sorglich in allem zu unterrichten, was ihm zu wissen nötig. Dem Elis kam wieder der alte Bergmann aus Göteborg in den Sinn. Und auf besondere Weise wusste er beinahe alles, was er ihm gesagt, zu wiederholen. »Ei«, rief der Obersteiger voll Erstaunen. »Elis Fröbom, wo habt ihr denn die schönen Kenntnisse her? Nun, da kann es euch ja gar nicht fehlen. Ihr müsst in kurzer Zeit der tüchtigste Knappe in der Zeche sein.« Die schöne Ulla,
unter den Gästen auf- und abwandelnd und sie bewirtend, nickte oft freundlich dem Elis zu und munterte ihn auf, recht froh zu sein. Nun sei er, sprach sie, ja nicht mehr fremd, sondern gehöre ins Haus und nicht mehr das trügerische Meer. Nein, Falun mit seinen reichen Bergen sei seine Heimat. Ein ganzer Himmel voll Wonne und Seligkeit tat sich dem Jüngling auf bei Ullas Worten. Man merkte es wohl, dass Ulla gern bei ihm weilte. Und auch Persson Dasrö betrachtete ihn in seinem stillen, ernsten Wesen mit sichtlichem Wohlgefallen. Das Herz wollte dem Elis doch mächtig schlagen, als er wieder bei dem rauchenden Höllenschlunde stand, eingehüllt in die Bergmannstracht, die schweren, mit Eisen beschlagenen Dahlkahlschuhe an den Füßen, mit dem Steiger hinabfuhr in den tiefsten Schacht. Bald wollten heiße Dämpfe, die sich auf seine Brust legten, ihn ersticken. Bald flackerten die Grubenlichter von dem steilen, kalten Luftzuge, der die Abgründe durchströmte. Immer tiefer und tiefer ging es hinab. Zuletzt auf kaum einen Fuß breiten eisernen Leitern und Elis Fröbom merkte wohl, dass alle Geschicklichkeit, die er sich als Seemann im Klettern erworben, ihm hier nichts helfen würde. Endlich standen sie in der tiefsten Teufe und der Steiger gab dem Elis die Arbeit an, die er hier verrichten sollte. Elis gedachte der holden Ulla. Wie ein leuchtender Engel sah er ihre Gestalt über sich schwebend und vergaß alle Schrecken des Abgrundes und alle Beschwerden der mühseligen Arbeit. Es stand nun einmal fest in seiner Seele. Nur dann, wenn er sich bei Persson Dalsrö mit aller Macht des Gemüts, mit aller Anstrengung, die nur der Körper dulden wollte, dem Bergbau ergebe, vielleicht dereinst die süßesten Hoffnungen erfüllt werden könnten. Und so geschah es, dass er in unglaublich kurzer Zeit es dem geübtesten Bergmann in der Arbeit gleichtat. Mit jedem Tag gewann der wackere Persson Dalsrö den fleißigen, frommen Jüngling mehr lieb, und er sagte es ihm öfters unverhohlen, dass er in ihm nicht sowohl einen tüchtigen Knappen als einen geliebten Sohn gewonnen. Auch Ullas innige Zuneigung tat sich immer mehr und mehr kund. Das Herz bebte dem Elis vor Freude, als Persson Dalsrö einmal zu ihm sprach, dass, da er ohne dies ein gut Stück Geld mitgebracht, es bei seinem Fleiß, bei seiner Sparsamkeit ihm gar nicht fehlen könne, künftig zum Besitztum eines Berghemanns oder wohl gar einer Bergfrälse zu gelangen und dass dann wohl kein Bergbesitzer zu Falun ihn abweisen werde, wenn er um die Hand der Tochter werbe. Er hätte nun gleich sagen mögen, wie unaussprechlich er Ulla liebe und wie er alle Hoffnungen des Lebens auf ihren Besitz gestellt. Doch unüberwindliche Scheu, mehr aber wohl noch der bange Zweifel, ob Ulla, die er manchmal ahne, ihn auch wirklich liebe, verschlossen ihm den Mund. Es begab sich, dass Elis Fröbom einmal in der tiefsten Teufe arbeitete, in dicken Schwefeldampf gehüllt, sodass sein Grubenlicht nur schwach durchdämmerte und er die Gänge des Gesteins kaum zu unterscheiden vermochte. Da hörte er, wie aus noch tieferem Schacht ein Klopfen heraustönte, als werde mit dem Puchhammer gearbeitet. Da dergleichen Arbeit nun wohl nicht wohl in der Teufe möglich und Elis wohl wusste, dass außer ihm heute niemand herabgefahren, da der Steiger eben die Leute im Förderschacht anstellte, so wollte ihm das Pochen und Hämmern ganz unheimlich bedünken. Er ließ Handfäustel und Eisen ruhen und horchte zu den hohl angeschlagenen Tönen, die immer näher und näher zu kommen schienen. Mit eins gewahrte er dicht neben sich einen schwarzen Schatten und erkannte, da eben ein schneidender Luftstrom den Schwefeldampf verblies, den alten Bergmann von Göteborg, der ihm zur Seite stand. »Glück auf!« rief der Alte. »Glück auf, Elis Fröbom, hier unten im Gestein! Nun, wie gefällt dir das Leben, Kamerad?« Elis wollte fragen, auf welch wunderbare Art der Alte in den Schacht gekommen. Der schlug aber mit seinem Hammer an das Gestein mit solcher Kraft, dass Feuerfunken umherstoben und es wie ferner Donner im Schacht widerhallte und rief dann mit entsetzlicher Stimme, »Das hier ist ein herrlicher Trappgang, aber du schnöder, schuftiger Geselle schaust nichts als einen Trumm, der kaum eines Strohhalms mächtig. Hier unten bist du ein blinder Maulwurf, dem der Metallfürst ewig abhold bleiben wird. Und oben vermagst du auch nichts zu unternehmen und stellst vergebens dem Garkönig nach. Hei,
des Persson Dalskøis Tochter Ulla willst du zum Weibe gewinnen. Deshalb arbeitest du hier ohne Lieb und Gedanken. Nimm dich in Acht, du falscher Geselle, dass der Metallfürst, den du verhöhnst, dich nicht fasst und hinabschleudert, dass deine Glieder zerbröckeln am scharfen Gestein. Und nimmer wird Ulla dein Weib, das sag ich dir. Dem Elis wallte der Zorn auf vor den schnöden Worten des Alten. Was tust du, rief er, was tust du hier in dem Schacht meines Herrn Persson Dalskø, in dem ich arbeite mit aller Kraft und wie es meines Berufs ist? Heb dich hinweg, wie du gekommen, oder wir wollen sehen, wer hier unten dem anderen zuerst das Gehirn einschlägt. Damit stellte sich Elis Fröbom trotzig vor den Alten hin und schwang sein eisernes Handfäustel, mit dem er gearbeitet, hoch empor. Der Alte lachte auf und Elis sah mit Entsetzen, wie er behende gleich eine Eichkatz die schmalen Sprossen der Leiter heraufhüpfte und in dem schwarzen Geklüft verschwand. Elis fühlte sich wie gelähmt an allen Gliedern. Die Arbeit wollte nicht mehr vonstatten gehen, er stieg herauf. Als der alte Obersteiger, der eben aus dem Förderschacht gestiegen, ihn gewahrte, rief er: Um Christus Willen, was ist dir widerfahren, Elis? Du siehst blass und verstört aus wie der Tod. Geld, der Schwefeldampf, den du noch nicht gewohnt hattest, dir angetan. Nun, trink, guter Junge, das wird dir wohltun. Elis nahm einen tüchtigen Schluck Branntwein aus der Flasche, die ihm der Obersteiger darbot, und erzählte dann erkräftigt alles, was sich unten im Schacht begeben, sowie auf welche Weise er die Bekanntschaft des alten, unheimlichen Bergmanns in Göteborg gemacht. Der Obersteiger hörte alles ruhig an. Dann schüttelte er aber bedenklich den Kopf und sprach: Elis Fröbom, das ist der alte Torbern gewesen, dem du begegnet. Und ich merke nun wohl, dass das mehr als ein Märlein ist, was wir uns hier von ihm erzählen. Vor mehr als 100 Jahren gab es hier in Falun einen Bergmann namens Torbern. Er soll einer der ersten gewesen sein, der den Bergbau zu Falun recht in Flor gebracht. Als sei er mit besonderer, höherer Kraft ausgerüstet, erschlossen sich ihm die reichsten Gänge. Und es kam noch hinzu, dass er ein finsterer, tiefsinniger Mann war, der ohne Weib und Kind, ja ohne eigentliches Obdach in Falun zu haben, beinahe niemals ans Tageslicht kam, sondern unaufhörlich in den Teufen wühlte. So konnte es nicht fehlen, dass bald von ihm die Sage ging, er stehe mit der geheimen Macht, die im Schoße der Erde waltet und die Metalle kocht im Bunde. Auf Torberns strenge Ermahnungen nicht achtend, der unaufhörlich Unglück prophezeite, sobald nicht wahre Liebe zum wunderbaren Gestein und Metall den Bergmann zur Arbeit antreibe, weitete man in gewinnsüchtiger Gier die Gruben immer mehr und mehr aus, bis endlich am Johannistage des Jahres 1687 sich der fürchterliche Bergsturz ereignete, der unsere ungeheure Pinge schuf und dabei den ganzen Bau dergestalt verwüstete, dass erst nach vielen Mühen und mit vieler Kunst mancher Schacht wiederhergestellt werden konnte. Von Torbern war nichts mehr zu hören und zu sehen. Und gewiss schien es, dass er in der Teufel arbeitend durch den Einsturz verschüttet. Bald darauf, und zwar als die Arbeit immer besser und besser vonstatten ging, behaupteten die Hauer, sie hätten im Schacht den alten Torbern gesehen, der ihnen allerlei guten Rat erteilt und die schönsten Gänge gezeigt. Andere hatten den Alten oben an der Pinge umherstreichend erblickt, bald wehmütig klagend, bald zornig tobend. Andere Jünglinge kamen, so wie du, hierher und behaupteten, ein alter Bergmann habe sie ermahnt zum Bergbau und hierher gewiesen. Das geschah allemal, wenn es an Arbeitern mangeln wollte. Als Elis Fröbom nun von mancherlei Gedanken hin und her geworfen eintrat in Persson Dalskøis Haus, kam ihm nicht wie sonst Ulla freundlich entgegen. Mit niedergeschlagenem Blick und, wie Elis zu bemerken glaubte, mit verweinten Augen saß Ulla da und neben ihr ein stattlicher junger Mann, der ihre Hand festhielt in der seinigen und sich mühte, allerlei Freundliches, Scherzhaftes vorzubringen, worauf Ulla aber nicht sonderlich achtete. Persson Dalskø zog den Elis, der von trüber Ahnung ergriffen, den starren Blick auf das Paar heftete, fort ins andere Gemach und begann:
Nun, Elis Fröbom, wirst du bald deine Liebe zu mir, deine Treue beweisen können, denn habe ich dich schon oft immer wie meinen Sohn gehalten, so wirst du es nun wirklich werden und ganz und gar. Der Mann, den du bei mir siehst, ist der reiche Handelsherr Erik Olafsen geheißen, aus Göteborg. Ich gebe ihm auf sein Werben meine Tochter zum Weibe. Er zieht mit ihr nach Göteborg und du bleibst dann allein bei mir, Elis. Meine einzige Stütze im Alter. Nun, Elis, du bleibst stumm? Du erbleichst? Ich hoffe nicht, dass dir mein Entschluss missfällt. Dass du jetzt, da meine Tochter mich verlassen muss, auch von mir willst. Ah, doch ich höre Herrn Olafsen meinen Namen nennen. Ich muss hinein. Damit ging Persson wieder in das Gemach zurück. Elis fühlte sein Inneres von 1000 glühenden Messern zerfleischt. Er hatte keine Worte, keine Tränen. In wilder Verzweiflung rannte er aus dem Hause fort. Fort bis zur großen Pinge. Torbern! Torbern! Schrie Elis mit furchtbarer Stimme, dass die öden Schlüfte widerhallten. Torbern, hier bin ich! Du hattest recht. Ich war ein schuftiger Gesell, dass ich alberner Lebenshoffnung auf der Oberfläche der Erde mich hingab. Unten liegt mein Schatz, mein Leben, mein Alles. Elis nahm Stahl und Stein aus der Tasche, zündete sein Grubenlicht an und stieg hinab in den Schacht, den er gestern befahren, ohne dass sich der Alte sehen ließ. Doch als er fester und fester den Blick auf die wunderbare Ader im Gestein richtete, war es, als ging ein blendendes Licht durch den ganzen Schacht und seine Wände wurden durchsichtig wie der reinste Kristall. Jener verhängnisvolle Traum, den er in Göteborg geträumt, kam zurück. Er blickte in die paradiesischen Gefilde der herrlichsten Metallbäume und Pflanzen, an denen wie Früchte, Blüten und Blumen feuerstrahlende Steine hingen. Er sah die Jungfrauen. Er schaute das hohe Antlitz der mächtigen Königin. Sie erfasste ihn, zog ihn hinab, drückte ihn an ihre Brust. Dadurch zuckte ein glühender Strahl sein Inneres und sein Bewusstsein war nur das Gefühl, als schwämme er in den Wogen eines blauen, durchsichtig funkelnden Nebels. Elis Fröbom! Elis Fröbom! Rief eine starke Stimme von oben herab und der Widerschein von Fackeln fiel in den Schacht. Persson Dalsrö selbst war es, der mit den Steiger hinabkam, um den Jüngling, den sie wie im hellen Wahnsinn nach der Pingelrennen gesehen, zu suchen. Sie fanden ihn wie erstarrt stehend, das Gesicht gedrückt in das kalte Gestein. Was? Rief Persson ihn an. Was machst du hier unten zur Nachtzeit, unbesonder junger Mensch? Nimm deine Kraft zusammen und steig mit uns herauf. Wer weiß, was du oben Gutes erfahren wirst. In tiefem Schweigen stieg Elis herauf. In tiefem Schweigen folgte er dem Persson Dalsrö, der nicht aufhörte, ihn tapfer auszuschelten, dass er sich in solche Gefahr begeben. Der Morgen war hell aufgegangen, als sie ins Haus traten. Ulla stürzte mit einem lauten Schrei dem Elis an die Brust und nannte ihn mit den süßesten Namen. Aber Persson Dalsrö sprach zu Elis, »Du Tor!« Musste ich's denn nicht längst wissen, dass du Ulla liebtest und wohl nur ihretwegen mit so vielem Fleiß und Eifer in der Grube arbeitetest? Musste ich's denn nicht längst gewahren, dass auch Ulla dich liebte, recht aus dem tiefsten Herzensgrunde? Konnte ich mir einen besseren Eidam wünschen als einen tüchtigen, fleißigen, frommen Bergmann, als eben dich, mein braver Elis? Aber dass ihr schwiegt, das ärgerte mich, das kränkte mich. Haben wir, unterbrach Ulla den Vater, haben wir denn selbst gewusst, dass wir uns so unaussprechlich liebten? Mag, fuhr Persson Dalsrö fort, mag dem sei, wie ihm wolle, genug. Ich ärgerte mich, dass Elis nicht offen und ehrlich von seiner Liebe zu mir sprach. Und deshalb, und weil ich dein Herz auch prüfen wollte, förderte ich gestern das Märchen mit Herrn Erik Olafsen zutage, worauf du bald zugrunde gegangen wärst, du toller Mensch. Herr Erik Olafsen ist ja längst verheiratet und dir, braver Elis Fröbom, gebe ich meine Tochter zum Weibe, denn ich wiederhole es, keinen besseren Schwiegersohn konnte ich mir wünschen.
Dem Elis rannten die Tränen herab, vor lauter Wonne und Freude. Alles Lebensglück war so unerwartet auf ihn herabgekommen, und es musste ihm beinahe bedünken, er stehe abermals im süßen Traum. Auf Persson Dalsröes Gebot sammelten sich die Bergleute mittags zum frohen Mahl. Mitten in aller Wonnen war es dem Elis manchmal, als griff er auf einmal eine eiskalte Hand in sein Inneres hinein und eine dunkle Stimme spräche: Ist es denn nun noch dein Höchstes, das du, Ulla, erworben? Du armer Thor, hast du nicht das Antlitz der Königin geschaut? Er fühlte sich nun beinahe übermannt von einer unbeschreiblichen Angst. Der Gedanke peinigte ihn, es werde nun plötzlich einer von den Bergleuten riesengroß sich vor ihm erheben und er werde zu seinem Entsetzen den Thorbern erkennen, der gekommen, ihn fürchterlich zu mahnen an das unterirdische Reich der Steine und Metalle, dem er sich ergeben. Persson Dalsrö gebot, dass Elis Fröbom einige Tage hindurch daheim bleiben solle, um sich ganz von der Krankheit zu erholen, in die er gefallen schien. In dieser Zeit verscheuchte Ullas Liebe, die nun hell und klar aus ihrem kindlichen, frommen Herzen ausströmte, das Andenken an die verhängnisvollen Abenteuer in dem Schacht. Als er wieder hinabfuhr in den Schacht, kam ihm in der Teufe alles ganz anders vor wie sonst. Die herrlichsten Gänge lagen offen ihm vor Augen. Er arbeitete mit verdoppeltem Eifer. Er vergaß alles. Er musste sich auf die Oberfläche hinaufgestiegen, auf Persson Dalsrö, ja, auf seine Ulla besinnen. Er fühlte sich wie in zwei Hälften geteilt. Es war ihm, als stiege sein besseres, sein eigentliches Ich hinab in den Mittelpunkt der Erdkugel und ruhe aus in den Armen der Königin, während er in Falun sein düsteres Lager suche. Sprach Ulla mit ihm von ihrer Liebe und wie sie so glücklich miteinander leben würden, so begann er, von der Pracht der Teufen zu reden, von den unermesslich reichen Schätzen, die dort verborgen lägen, und verwirrte sich dabei in wunderliche, unverständliche Reden, dass Angst und Beklommenheit das arme Kind ergriff und sie gar nicht wusste, wie Elis sich auf einmal so in seinem ganzen Wesen geändert. Am frühen Morgen des Hochzeitstages, es war der Johannistag, klopfte Elis an die Kammer seiner Braut. Sie öffnete und fuhr erschrocken zurück, als sie den Elis erblickte, schon in den Hochzeitskleidern, todbleich, dunkel sprühendes Feuer in den Augen. »Ich will«, sprach er mit leiser, schwankender Stimme. »Ich will dir nur sagen, meine herzgeliebte Ulla, dass wir dicht an der Spitze des höchsten Glücks stehen, wie es nur dem Menschen hier auf Erden beschieden. Mir ist in dieser Nacht alles entdeckt worden. Unten in der Teufe liegt in Chlorid und Glimmer eingeschlossen der kirschrot funkelnde Almandin, auf den unsere Lebenstafel eingegraben. Den musst du von mir empfangen, als Hochzeitsgabe. Er ist schöner als der herrlichste blutrote Karfunkel, und wenn wir in treuer Liebe verbunden hineinblicken in sein strahlendes Licht, können wir es deutlich erschauen, wie unser Inneres verwachsen ist mit dem wunderbaren Gezweige, das aus dem Herzen der Königin im Mittelpunkt der Erde emporkeimt. Es ist nur nötig, dass ich diesen Stein hinauffördere zu Tage, und das will ich numero tun. Gehabe dich so lange wohl, meine herzgeliebte Ulla. Bald bin ich wieder hier.« Ulla beschwor den Geliebten mit heißen Tränen, doch abzustehen von diesem träumerischen Unterfangen, da ihr großes Unglück ahne. Doch Elis Fröbom versicherte, dass er ohne jenes Gestein niemals eine ruhige Stunde haben werde und dass an irgendeine bedrohliche Gefahr gar nicht zu denken sei. Er drückte die Braut innig an seine Brust und schied von dannen. Schon waren die Gäste versammelt, um das Brautpaar nach der Kopperbergskirche, wo nach gehaltenem Gottesdienst die Trauung vor sich gehen sollte, zu geleiten. Schon war es beinahe Mittag, noch immer ließ sich Elis Fröbom nicht sehen. Da stürzten plötzlich Bergleute herbei, Angst und Entsetzen in den bleichen Gesichtern, und meldeten, wie eben ein fürchterlicher Bergfall die ganze Grube, in der Dalhöhs Kruxe befindlich, verschüttet. »Elis,
Mein Elis, du bist hin. Hin. So schrie Ulla laut auf und fiel wie tot nieder. Person Dalsrö, alle Bergleute eilten hinaus. Aber alle Nachforschungen, so wie sie nur selbst mit der höchsten Gefahr des Lebens möglich, blieben vergebens. Elis Fröbom wurde nicht gefunden. Gewiss war es, dass der Erdsturz den Unglücklichen im Gestein begraben. Und so kam Elend und Jammer über das Haus des wackern Person Dalsrö in dem Augenblick, als er Ruhe und Frieden seine alten Tage sich zu bereiten gedacht. Längst war der wackere Maßmeister Altermann Person Dalsrö gestorben. Längst seine Tochter Ulla verschwunden. Niemand in Falun wusste von beiden mehr etwas, da seit Fröboms unglückseligem Hochzeitstage wohl an die 50 Jahre verflossen. Da geschah es, dass die Bergleute, als sie zwischen zwei Schachten einen Durchschlag versuchten, in einer Teufe von 300 Ellen im Vitriolwasser den Leichnam eines jungen Bergmanns fanden, der versteinert schien, als sie ihn zutage förderten. Es war anzusehen, als läge der Jüngling im tiefen Schlaf. So frisch, so ohne alle Spur der Verwesung seine zierlichen Bergkleider, ja selbst die Blumen an der Brust. Alles Volk aus der Nähe sammelte sich um den Jüngling, den man heraufgetragen aus der Pinge. Aber niemand kannte die Gesichtszüge des Leichnams. Und keiner der Bergleute vermochte sich auch zu entsinnen, dass irgendeiner der Kameraden verschüttet. Man stand im Begriff, den Leichnam weiter fortzubringen, nach Falun, als aus der Ferne ein steinaltes, eisgraues Mütterchen auf Krücken hinankeuchte. »Dort kommt das Johannesmütterchen«, riefen einige von den Bergleuten. Diesen Namen hatten sie der Alten gegeben, die sie schon seit vielen Jahren bemerkt, wie sie jedes Mal am Johannistage erschien, in die Tiefe schauend, die Hände ringend, in dem wehmütigsten Tönen ächzend und klagend an der Pinge umherschlich und dann wieder verschwand. Kaum hatte die Alte den erstarrten Jüngling erblickt, als sie beide Krücken fallen ließ, die Arme hoch emporstreckte zum Himmel und mit dem herzerschneidendsten Ton der tiefsten Klage rief: »O Elis Fröbom, o mein Elis, mein süßer Bräutigam!« Und damit kauerte sie neben dem Leichnam nieder und fasste die erstarrten Hände und drückte sie an ihre im Alter erkaltete Brust, in der noch wie heiliges Naphtafeuer unter der Eisdecke ein Herz voll heißer Liebe schlug. »Ach«, sprach sie, sich im Kreise umschauend, »ach, niemand, niemand von euch kennt mehr die arme Ulla Dalsrö, dieses Jünglings glückliche Braut vor 50 Jahren. Als ich mit Gram und Jammer fortzog nach Örnäs, da tröstete mich der alte Torban und sprach, ich würde meinen Elis, den das Gestein begrub, am Hochzeitstage wiedersehen hier auf Erden. Und da bin ich ja eingekommen und habe ganz Sehnsucht und treue Liebe hinabgeschaut in die Tiefe. Und heute ist mir wirklich solch seliges Wiedersehen vergönnt. O mein Elis, mein geliebter Bräutigam!« Aufs Neue schlug sie die dürren Arme um den Jüngling, als wolle sie ihn nimmer lassen, und alle standen tief bewegt ringsumher. Leiser und leiser wurden die Seufzer, wurde das Schluchzen der Alten, bis es dumpf vertönte. Die Bergleute traten hinan. Sie wollten die arme Ulla aufrichten, aber sie hatte ihr Leben ausgehaucht auf dem Leichnam des erstarrten Bräutigams. Man bemerkte, dass der Körper des Unglücklichen, der fälschlicherweise für versteinert gehalten, in Staub zu zerfallen begann. In der Kopperbergskirche, dort, wo vor 50 Jahren das Paar getraut werden sollte, wurde die Asche des Jünglings beigesetzt und mit ihr die Leiche der bis in den bittern Tod getreuen Braut.